Ein Hohepriester im Gewand eines Erzdämonen, der hier kurz vor dem Ende aller Dinge sein Tanztalent beweist. Die Sekte des Hagon ist wirklich für allerlei Überraschungen zu haben. Und das hat sie ja auch in der letzten Folge schon, oh Gott, gezeigt und bewiesen, als sie sich hier rangemacht haben, diese Arche weiter zusammenzubauen. Allerlei Dinge wurden hier dran gefeilt und gebastelt und zusammengesetzt. Und nun haben wir hier ein wundervolles Gefährt, Flugobjekt. Ich weiß gar nicht, welcher Beschreibung dieses Teil hier würdig ist. Deshalb sage ich einfach mal, die Bilderarche ist kurz vor der Vervollständigung. Und meine liebsten Leute, damit begrüße ich euch jetzt hier zu Folge 193 von Dummerkuckersbild dazu. Hakashin Chido Tokarapono. Shima, weiter geht's, liebste Leute. Und zwar so richtig. Wo ist denn Metatz? Metatz, wo bist du denn? Mein Kleiner, eben zu Folgenbeginn warst du noch da und jetzt ist er weg. Er weg. Ah, nee, das ist er. Da kommt er doch schon, der kleine drollige Silberpuppel. Meine Güte, das ist ja einer. Aber ich freue mich immer, wenn er an meiner Seite ist. Jetzt wollen wir aber mal kurz gucken, wer hier eine weitere Aufgabe für uns hat. Denn wir wollen jetzt endlich auch weiterkommen. Wir wissen ja, Shido wird dort hinten sich aufhaltend in der großen, finsteren Festung Hagons. Doch da müssen wir reinkommen und um da reinzukommen, müssen wir eine Barriere durchbrechen. Um die Barriere überhaupt zu erreichen, müssen wir fliegen können und dann müssen wir da weitermachen und so weiter und so fort. So, jetzt erstmal Glimun, der da sagt, wie gefällt dir das, Kodando, hä? Du hast doch gesehen, wir haben den Bauplan, den du hier aufgezeichnet hast, von deiner Arche total gut umgesetzt, nicht wahr? Wir sind doch auch mittlerweile richtig gute Bilder geworden. Findest du nicht auch? Nun ja, ist doch alles mir zu verdanken letztendlich. Ist doch ganz klar, ich war ja auch der Baustellenleiter. Ach übrigens, Kurando. Wir sprachen ja die ganze Zeit von einer Arche. Aber dieses Schiff, bewegt sich das eigentlich? Ich weiß jetzt ja gar nicht, ne? Denn eigentlich müsste sich als Arche bewegen. Wie lassen wir das Teil denn hier überhaupt sich fortbewegen? Das muss doch irgendein Mittel geben. Na, guck doch mal da oben. Hoho! Was ist das? Etwa der Motor dort vorne? Kommt da etwa die Antriebskraft der Arche hervor? Und nun sagt Kiraji, aber dieser Motor, wie können wir ihn in Betrieb bringen? Wie können wir ihn starten und benutzen? Ah, wie wär's denn, wenn wir, können wir hier nicht vielleicht die lichtausstrahlenden großen Augen benutzen? Ja, das ist ein guter Plan. Ich denke, es sollte funktionieren, ganz sicher, wenn wir die magische Energie benutzen, die Augäpfel des Zerstörergottes ausstrahlt. Kurando, könntest du vielleicht an den beiden vorgegebenen Orten noch zwei der Augen platzieren, damit der Motor anspringt, um den in Betrieb zu bringen? Ja, haben wir denn nicht noch welche vielleicht, oder? Ja, guck mal, 5 Stück sogar. Haha. Oh. Ja, da müssen wir natürlich immer stets aufpassen. Und dort oben sollen wir nun ganz gekonnt noch 2 Augäpfel platzieren. Hier, ne? Na, Moment. Da. Und da. 2 dicke Glubscher und das sollte schon genügend sein. Jetzt, Glimun, wo willst du denn hin? Komm. Meine Güte. Immer muss man denen hinterherlaufen. Glimun, komm mal her. Oh, du hast die lichtausstrahlenden großen Augen platziert und damit die Maschine betriebsbereit gemacht. Das ist ja fantastisch. Jawohl. Also dann lasst uns doch alle mal den Motor anwerfen. Das ist so eine gute Idee, weiß ich auch nicht. Ob das so eine gute Idee ist? Oha, ob das nicht zu früh kommt vielleicht. Jetzt knallt hier auf jeden Fall die magische Energie um die Kanten der Arche und schon zeigt sich hier ein fantastischer Antrieb. Und Grimun ist ganz erstaunt und sagt, ja, Wahnsinn! Der Motor läuft!
Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Die Arche ist nun zu 99% abgeschlossen. Abschlussrate der Arche beträgt 99%. Und nun sagt Metatz. Was? Obwohl der Motor jetzt läuft, beträgt die Abschlussrate nur 99%. Was hat das zu bedeuten? Hey, was soll das denn? Fehlt noch irgendwas an der Arche? Scheinbar schon. Die Frage ist nur was? Und irgendjemand scheint dort vorne noch eine Idee zu haben. Und zwar, ach, guck mal hier. Der Kapitän. Er sagt, oh! Also kann sich die Arche nun auch bewegen. Heißt das etwa, die Arche ist nun abgeschlossen, fertiggestellt? Was? Sie ist noch nicht fertig? Ah, als letzten Schritt sollten wir vielleicht... Ja, den Wandbehang der Sekte irgendwo platzieren. Dafür hast du doch mitgemacht, genommen das Teil, oder? Aber du elendiger Bilder, was willst du mir sagen? Ach, ist schon gut. Wenn du es willst, dann mach das, wenn nicht, dann ist es egal. Also platziere irgendwo den Wandbehang, häng den auf. Überall ist okay. Also es ist vollkommen Wumpe, wo du das platzierst. Ob oben oder unten. Je nachdem, wo du es hin haben willst. Wird es damit beendet werden? Der Abschluss von allem? Wäre schon schön, irgendwo das Ding zu platzieren, wo man es auch sieht, ne? Hier oben. In der Fahrkonsole. Hier kann ich es nicht platzieren. Was ist das denn? Hier vielleicht? Ah! Ist doch schon mal schön, oder? Da sieht man es wenigstens. Da. Vor allem vor dem Lüftungsschacht. Sehr gut für die Lüftung der Kapitänskabine da oben. So. Kekekekeke. Du hast also den Sektenwandbehang hier aufgehängt. Meine Güte. Ich weiß zwar nicht, was dich dabei geritten hat, aber es scheint perfekt zu passen. Gefällt mir, Bilder. Ach, übrigens, Bilder. Dein ursprüngliches Ziel war doch, deinen Freund zu retten, nicht wahr? Aber meinst du, dein Freund ist wirklich unverletzt und in Ordnung? Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht nicht, noch dran erinnerst, aber... Was ist, falls mir irgendwas fortan passieren sollte? Kurando, ich verspreche es dir. Wir müssen diesen Pakt schließen. Dass wenn was passiert, dass wir uns drum kümmern. Hm? Was ist los? Was guckst du denn so ins Leere? Bist du verpeilt? Ha? Ach, wenn irgendwas passieren sollte, hast du ihm versprochen, dass du ihn... richtig schöne Schelle gibst und ihn aufwächst, ihn zurückholst auf die Erde. Kekekeke. Mann, 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 ihr seid ja ein gutes Freundespaar. Du wirst den schon irgendwie retten können. Ja, siehst du mal, Kollege. Oh, irgendwas passiert hier. Hä? Das ist doch... Oha. Piep, 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 piep. Ah, die Fertigstellung der Arche wurde registriert. Die Fertigstellung der Arche erfasst. Guckt euch das mal an. Ist das nicht ein schönes Gefährt? Oh, da könnte ich doch glatt mir so ein Ding in die reale Welt setzen und damit zum Mond fliegen. Das würde ich mir wünschen jetzt. So ein schöner Flatschen hier aus Metall, Eisen, aus Pflanzenstückchen und allem drum und dran. Das ist doch fantastisch. Aus Hautschuppen des Zerstörergottes auch, muss man ja alles bedenken, ist ja alles aus ihm synthetisiert. Metat sagt auf jeden Fall, ja, um Gottes Willen, die Arche ist fertig. Das heißt, ihr könnt von hier jetzt fliehen. Und Gnemon sagt, aber warum hast du als letztes noch den Wandbank der Arche da, der Sekte platziert an der Arche? Wir haben doch das Zerstören längst aufgegeben. Hm, was sagst du? Du denkst selbst, dass die Zerstörung nichts Böses ist? Und
Ach so, das ist zudem auch die Fahne der Monster, aller Monster hier. Und deshalb denkst du, die passt sie zur Arche? Und nun sagt der Kapitän, Kicke, gute Worte hast du gewählt, Bilder. Und ich muss sagen, das missfällt mir gar nicht, dass du solche Dinge sagst. Also, alle miteinander, sagt Gilmun. Die Arche ist fertig, lasst uns alle mal hinaufsteigen. Und wir passen noch alle rein. Bis auf der Erzdämon, da wackelt der Schwanz irgendwie durch die Wand. Hinkt er so ein bisschen raus, aber das kriegen wir schon hin. Kishim sagt jetzt, Kaka, das ist ja Wahnsinn. Hier ist genug Platz, es ist riesengroß. Und guck dir das mal an, und robust ist die Wand. Das ist das beste Schiff, was ich je gesehen habe. Damit ist der Bau der Arche abgeschlossen. Und mein Bittgesuch erfüllt. Ja, sieh mal einer an. Das Ganze abgeschlossen. Fantastisch. Sehen wir ein Siegel noch drunter? Nee. Dann aber ein Wort von Metaz. Kurando! Wir haben die Arche zwar fertiggestellt, aber um deinen Freund zu retten, müssen wir unbedingt noch das Super-Super-Auto modifizieren. Ja. Wir haben uns in letzter Zeit nur um den Bau der Arche gekümmert. Sorry dafür. Oh, es ist ja so, sagt Kishimet, das Schloss von Hagon. Das schwebt im Himmel und wird von einer Barriere beschützt. Nicht wahr? Als allererstes müssen wir das Super-Super-Auto so modifizieren, dass es Waffen besitzt, um damit dann letztendlich auch die Monster zu besiegen, die die Barriere um das Schloss schaffen. Nun, das werden wir schon irgendwie hinkriegen, aber auch in dem Fall. Wie wollen wir denn dann zum Schloss rüberkommen? Da ist doch kein Festland. Wir müssen doch irgendwie rüberfliegen. Kann man sowas etwa herstellen? Okay. Ah, du denkst also, es gibt einen Weg, das Auto fliegen zu lassen? Wenn wir den Motor der Arche benutzen? Kicke, das klingt verdammt gut. Und ganz ehrlich, es klingt so, als würde es nicht nur beim Bau der Arche helfen, sondern auch dabei, deinen Freund zu suchen. Und ihr sagt, Metaz, als nächstes, um das Auto zu modifizieren, brauchen wir natürlich nur die Ressourcen, um das abzuschließen, nicht wahr? Oh, aber jetzt kriegst du erstmal noch einen Knall. Was war das? Oh nein, Notfall ist eingetreten. Ernste Situation steht bevor. Ein weiterer Angriff. Von irgendwo hier hinten werden wir jetzt wieder attackiert. Oha, und jetzt wird der Kampf wahrscheinlich noch härter werden, wo er das letzte Mal schon uns einiges abverlangt hat. Kedaji sagt, Kudando, es ist furchtbar. Die finsteren Kreaturen kommen wieder zu uns und sie haben nun vor, diesen Ort zu vernichten. Wir müssen uns vorbereiten und sie zurückschlagen. Also bist du bereit für den Kampf? Na klar. Also gut. Wir haben es soweit geschafft. Jetzt ist die Zeit gekommen. Wir müssen die Gegner so schnell es geht besiegen. Wenn dieser Kampf zu Ende ist, werden wir dir dabei helfen, das Auto fertigzustellen. Also, lasst uns gemeinsam zu Felde schreiten. Nun gut. Dies ist das letzte Mal, dass ich auf die große Bühne schreiten kann. Ich, der nicht mehr so viel Zeit vor mir hab, der schon am Verrosten ist und meine besten Zeiten gesehen hab. Ich, die große Rostlaube, wird dich nun hier beweisen. Also, Kodane, los geht's. Ja, dann beweis dich mal, mein Freund. Und nicht nur du, auch die anderen. Vor allem, wir haben jetzt den Erzdämon. Der kann auch hier gleich einen richtig mächtigen Zauber mal uns präsentieren. Oha. Jetzt geht's aber hier los. 22 Monster insgesamt gehört es jetzt hier zu besiegen, um weiterzukommen. 2 Schattentrolle. Dann dazu, aber guck mal, die fallen ja hier richtig fix.
Keine Chance haben die. Nicht mal den leisesten Hauch. So, jetzt auch nochmal hier. Das Gestrüpp. Das finstere Gestrüpp der Dunkelheit. Entsprechend zurechtstutzen. Und dann auf den Komposthaufen damit. Was kommt jetzt? Finstere Räuber. Eine Diebesbande aus der Unterwelt. Die machen ganz schön Schaden. Wir aber auch. So, jetzt laden wir nochmal richtig auf. Jawohl. So, 5 Stück noch. Und jetzt ein ganz großer Erzdämon. Ich muss immer aufpassen, dass ich mich auch regeneriere. Und dann kümmere ich mich um die Zauberer. Die sind nämlich sonst lediglich lästig. Aua. Ein mächtiger Zauber. Das soll aber sein letzter gewesen sein, denn nun wollen wir ihn fertig machen. Das ist ganz schön schnell, ne? Boah. Jetzt aber. Alle zusammen. Erstmal weg. Und nun beenden wir seine schauderliche Existenz. Hinfort mit ihm. Die Monster wurden besiegt. Unsere Festung gerettet. Der Kampf abgeschlossen. Und alle freuen sich. Selbst Monster können sich freuen. Ist das nicht schön? Grimon sagt, Kurando, wir haben die Monster irgendwie, ja, fertig gekriegt. Und die erscheinen einiges in Schutt und Asche gelegt zu haben. Aber wir sind da Bilder. Und statt an deiner Stelle werden wir das jetzt alles reparieren. Warte also mal ganz kurz. Ja, so wirklich fies sind die nicht jetzt in die Brücke gegangen. Also, kann sich auch so ein bisschen anstellen, mein lieber Grimon. Egal, als Bauleiter ist das seine Aufgabe. Die Basis ist wiederhergestellt. Und Kishim sagt, kaka, sehr gut. Wir haben die schwarzen Monster, die Kreaturen der Schattenwelt, vertrieben. Ho, 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 sehr gut gemacht. Sehr gut, sehr gut. Pi-ka-ka-ka-ka-ka. Ki-ki-kiraji! Oh nein. Ist es soweit? Kiraji. Kiraji! Ka-ka-ka. Pi. Hey, Killer G, sagt Grimon. Wir haben gewonnen, aber ich bin am Ende. Kurando, bitte repariere ihn. Nein, es ist okay. Dieses eine Mal kann man mich nicht reparieren. Denn auch eine Maschine lebt nicht ewig. Also gut, Kurando. Ich habe noch eine letzte Bitte an dich. Bitte zerstöre mich. Nutze meine Teile, um das Auto umzubauen. Und dann fliege mit mir zur Hagon-Festung. Piep, piep. Du willst noch etwas versuchen, um mich zu retten? Du sagst, du wirst mich auf jeden Fall reparieren? Kakakakapi. Nein, Bilder. Das ist schon okay. Ich bin am Ende. Ich gehe kaputt. Lass mich weiterleben als Teil deines Autos. Dann kann nämlich auch ich fortexistieren. Aber das geht doch nicht, sagt Mittatz. Also gut, tu es, Kurando, bitte. Nehme deinen Hammer und zerstöre mich. Killer G. Killer G! Nein! Kurando, du hast Killer G kaputt gemacht.
Es macht mich so traurig und so einsam werde ich. Aber es war das, was Killer G sich gewünscht hat. Oh, was ist das, was du in deiner Hand hältst? Ein Maschinenherz, und zwar Maschinenherz G. Ein Maschinenherz G? Ist das das, was Killer G zurückgelassen hat? Wenn wir das nutzen, können wir das super, super Auto vervollständigen, nicht wahr? Also, Kodano, lass es uns direkt tun. Mal gucken, wir versuchen es. Und werden nun das Herz an seinen wahren Ort platzieren. Killer G wird fortexistieren. Als Teil unseres super, super Wagens. Als Teil unseres Rettungsplanes. Als Teil unserer großen Mission. Das ist doch eigentlich auch eine ganz schöne Botschaft, die mitgegeben wird. So, da müssen wir hier mal ein bisschen was verzaubern hier und dort noch ein bisschen was feilen und reparieren. Und dann, hier, guck mal da. Das ist Killer G. Der muss da rein. Und zwar hier vorne. Das kann ja jetzt was werden. Ich bin gespannt. Und so entfesseln wir die letzte Kraft. Ein wenig Macht, ein wenig Zauberkraft tatsächlich. Die wir hier noch implementieren. Und damit fliegt unser Auto. Meine Güte. So, und damit haben wir das ultimative, mega fantastische Supercar fertiggestellt. Wow, sagt Mittags. Es ist fertig. Du hast das Super-Supercar abgeschlossen. Wahnsinn, Kodano. Oh, sagt Jigok. Das ist also das fertige Super-Super-Auto. Meine Güte, das ist ja ein wahnsinniger Bau. Und Ade sagt, hoho, du hast also die Räder so fortbewegt, dass sie sich nach unten wenden und magische Energie ausstrahlen können. Und dadurch hast du die Kraft, durch den Weltraum, durch die Luft zu fliegen. Und Yoji sagt, damit kannst du also durch den Himmel fliegen. Und die Barriere zerstören, die das Schloss umgibt. Ja, mit diesem Auto kannst du die Barriere zerstören und auch durch schwarze Strudel fliegen. Und damit dann zum Schloss von Hagon reisen. Dann übrigens, heißt das also, dass du deinen Freund jetzt retten kannst? Scheint so. Scheint tatsächlich so zu sein. Kodando, herzlichen Glückwunsch. Du hast das super, super Auto fertiggestellt. Das Auto ist fertig, sagt Grimun. Also das war es, wofür Killer G fortexistieren kann. Aber Killer G lebt ja noch. Er ist ein Teil des Autos. Und Yuji hat es schon gesagt, dass Zerstörung und Schöpfung nichts sind, was zusammenpasst. Aber ich denke, das ist falsch. Denn zerstörte Dinge sind nicht am Ende. Und somit ist es für mich, dass Schöpfung und Zerstörung zwei Dinge des Gleichen sind. Zwei Dinge des Gleichen? Das denke ich, ja. Ich bin fast der Überzeugung, dass Zerstörung und Schöpfung Freunde sind. Es ist genauso wie der Bilderkodan und der Zerstörergott, sein Freund. Huhu, Metatsu, sagt Yojis. Was jetzt die Zeit jetzt anbelangt, bin ich der gleichen Auffassung. Ja, sagt Jigok. Ich werde die Lehren der Zerstörung nicht von Bord werfen. Denn ich denke, für das, was ich schaffen will, ist Zerstörung notwendig. Kurando, sagt Aden. Ich weiß, wo nun die Monster sind, die die Barriere schaffen. Kekekekeke. Perfektes Timing. Also, die Vorbereitungen sind getroffen. Wir können also jederzeit zur Burg von Hagon reisen. Dieses Beben. Oha.
Hey, sagt der Kapitän. Beeilt euch alle. Schnell an Bord der Arche. Oh, die schwarzen Löcher. Dimensionsrisse, die den Planeten nun auseinander zu reißen drohen. Schaffen wir es rechtzeitig? Ist die große Frage, die mit einem ganz klaren Ja beantwortet wird. Ah, das ist also die Zerstörung. Und so die illusorische Welt. Sie ist am Ende. Letztendlich geht alles den Bach runter. Oh mein Gott, jetzt wird es doch hier ziemlich ernst. Uff, alles in Ordnung, sagt der Kapitän. Wir haben die Vorbereitung für den Abflug getroffen. Überlass die Arche uns. Solange ich hier an Bord bin, ist alles okay. Brauchst dir keine Gedanken machen. Nun ja, ich weiß, ich habe jetzt keine große Überzeugungskraft, weil ich ja der Kapitän des Schiffes war, das gesunken ist im Vorfeld. Kurando. Wie wär's? Würdest du nicht mit uns fliehen wollen? Auch wenn natürlich diese furchtbaren Dinge noch vor dir liegen, ich weiß. Willst du unbedingt dorthin, wo der Zerstörergott ist? Ist das für dich wichtig? Ja, ich will dorthin. Ich verstehe. Sorry, dass ich gefragt habe. Aber ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber ich höre nicht auf. Deshalb bitte, dein Freund muss gerettet werden. Rauf auf das Auto und los, wir fliegen. Kurando, sagt Tigok. Das ist das, was wir gebaut haben. Ich hoffe, es wird dir helfen. Ach, guck mal. Das ist auch fein. Und Grimun sagt, Kurando. Es war schön, mit dir Dinge hergestellt zu haben. Wir haben uns alle verändert, nachdem wir dich getroffen haben. Ich war so glücklich, dich kennengelernt zu haben, Kurando, sagt Kishim. Und dafür, dass du die Flagge der Sekte hier platziert hast. Wenn alle Menschen und alle Monster so wie du wären, dann wäre die Welt sicherlich ein besserer Ort. Also, lass uns losgehen. Wir glauben an deinen Sieg. Wir werden uns sicherlich irgendwann wieder treffen. Oh, ja. So, wir haben jetzt hier noch, was ist das für ein Schwert hier? Wo haben wir... Brauchen wir noch gar nicht, ne? 96? Das ist ja... Weg damit! So, Essen haben wir. Wir sind eigentlich gut gerüstet. Wir haben die beste Rüstung, die wir jetzt haben können. Eigentlich alles, was wir brauchen, ist in unseren Händen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch aufs Auto steigen und losflitzen. Aber, liebe Leute, das machen wir nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Ich werde nochmal ganz kurz hier ein paar Herzchen sammeln. Und den Blick nach unten werfen. Das sieht schon bedrohlich aus. Hier können wir auch gar nicht... Guck mal, jetzt fliegen hier meine schönen Säulen. Alles kaputt gemacht. Na gut. Beim nächsten Mal geht's weiter, liebe Leute, und bis dahin bleibt ihr bitte ganz gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.